Hallo Leute und willkommen zurück zu Fairy Legends of Avalon. Hier mein großes Entschuldigung, dass ich jetzt erst das Finale aufnehme. Ich hatte es jetzt vor kurzem bei Facebook gepostet, dass ich leider sehr, sehr krank war. Ich hatte eine starke Mandelentzündung, wenn man das so nennen kann, und nehme jetzt auch Antibiotikum. Und da ich halt leider echt super Schmerzen hatte und mich hin und her gewunden habe in meinem Bett mit Fieber und Co., konnte ich halt leider nicht aufnehmen und davor hatte ich ein bisschen wenig Zeit. Also hat sich das halt leider sehr verschoben jetzt alles auf meinem Kanal und ich hoffe, ihr wart nicht allzu launisch deswegen, dass ihr warten musstet. Ich nehme jetzt auf jeden Fall weiter auf und klinge deswegen vielleicht noch etwas komisch, wenn überhaupt. Ich hoffe bald nicht mehr. Mir geht es auf jeden Fall seit gestern wieder etwas besser und deswegen nehme ich jetzt auch auf. Wir haben hier zuletzt viel erledigt gehabt und sind, glaube ich, auch durch mit den beiden. Ich lasse sie jetzt einfach zusammen und guck mal in meine Geschichte rein. Ich glaube, wir müssen halt zurück in die andere Welt, aber dürfen halt noch nicht direkt zu Oberon gehen, sondern erstmal zu den anderen, damit denen erstmal noch geholfen wird. Also zum Beispiel genau müssen wir zu dem Cousin nochmal, also einfach nochmal in den Wald. Müssen wir in den Wald dafür? Oh, die höchste Stelle der Welt haben wir auch noch nicht gefunden gehabt, aber es könnte der Turm von Oberon sein. Das Stoffbar Arachne müssen wir zurückbringen und genau, und zu ihm halt. Ich würde sagen, wir gehen mal einfach zurück, weil hier... Ich glaube, der Turm ist eventuell halt, wie gesagt, noch höher. Weil sonst hätten wir ja hier irgendwie schon was gefunden, denke ich mir. Gut, ich würde sagen, wir gehen zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir zurückkommen. Findet man im Himmel eigentlich jetzt was? Nee. Weil da dieser das Himmelszelt und so. Ich habe immer gedacht, wir müssen vielleicht nochmal in den Himmel. Wo geht's denn hier jetzt zurück? Da, wo unsere Freunde waren. Und unsere Freunde waren aber auch in der Stadt, aber nicht hier, sondern weiter unten, ne? Da sind die. Und da ist doch auch der Spiegel, genau. Dann gehen wir jetzt hier mal zurück. Ciao. An die anderen. Ich glaube, die kommen automatisch mit. Ich bin mir nicht sicher. Die machen das schon. Darf ich dich bitten, noch kurz zu verweilen, bevor wir zu unserem König eilen? Da ist etwas, was ich dir sagen muss. Möglicherweise ein großer Verdruss. Was meinst du damit? Vielleicht würdest du sowieso bald erfahren von anderen, die wittern gar große Gefahren. Ausschütten will ich dir jetzt mein Herz, auch wenn ich mit drohen viel Koma und Schmerz. Du hältst dich merkwürdig, aber gut, ich werde dir zuhören. Ich wollte nur in unserem Königreich dienen, deswegen ist mir der Herrscher erschienen. Du sprichst den Rätseln, was ist denn los? Du wirkst nervös. Hör zu, Alexis, ich muss dir etwas gestehen, was mir schon lange schwer im Magen liegt. Ich hätte schon längst darüber reden sollen. Du sprichst ja plötzlich ganz normal. Ich schäme mich zu sehr, als dass ich in Reim weitersprechen könnte. Aha. Gut, ich höre. Du musst wissen, dass ich hier bin, weil der König mir befohlen hat, dich im Auge zu behalten. Er hatte die Befürchtung, dass du dich gegen ihn stellen würdest, so wie du es in der Vergangenheit schon getan hast. Ich habe dich also für den König ausspioniert. Aha. Was redest du denn da? Vor langer Zeit hast du dich gegen den König aufgelehnt, weil er wollte, dass die Märchenwesen sich aus der Welt der Menschen zurückziehen. Du hast dann gesagt, dass dies schlimmere Folgen hätte als den Tod, und zwar in Vergessenheit zu geraten. Du bist von deinem Standpunkt nicht abgewichen und so hat er dich in einem Kristall im Tiefschlaf versetzt. Es war nicht deine eigene Entscheidung, uns zu verlassen. Okay, ich bedanke mich mal dafür. Auch wenn ich das gerne früher gewusst hätte, danke ich dir für deinen Mut. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich die ganze Zeit geschämt habe, weil ich dich anlügen musste. Ich danke dir dafür, dass du so verständnisvoll reagiert hast. Widmen wir uns wieder der Arbeit. Unsere Mission ist noch nicht zu Ende. Wir müssen zum König. Okay. Also gut, sie hat ihm jetzt direkt verziehen. Was jetzt auch etwas schnell war, aber ihn jetzt... Mir ging ihn zu kämpfen und so hätte ich jetzt auch nicht so toll gefunden. Ich würde sagen, wir gehen mal einmal kurz noch hier hin. In den Wald und, glaube ich, auch nochmal in die andere Welt. Na, Pukul? Wer ist denn noch? Das ist Gargamelle. Das ist Galdas. Und da geht's runter.
hier können wir erstmal mit ihm reden, aber das ist ja auch doof. Die Tapferretterin von Schildrasil, unsere Heldin. Ich kann Ihnen Dank, den wir die Schuld nicht einmal ansatzweise in Worte fassen. Wie kann ich die Helden Müll ausgraben? Wieso das denn? Hä? Hä? Das ist doch nicht der Rede wert. Ich sollte dir danken dafür, dass du das Geheimnis gelüftet hast. Ohne dich wäre der Baum eingegangen. Ach, bevor ich es vergesse, beim Graben habe ich diesen Stiel gefunden. Sie sind eindeutig nicht von Menschenhand gemacht. Ich glaube, sie würden dir die angegossen passen. Danke. Oh, ich habe jetzt erst die Belohnung bekommen für irgendwas und die Errungenschaft. Habe ich gerade gesehen. Vielleicht hätte ich auch noch mal vorher mit denen reden sollen, aber egal. Wie ist denn hier noch die ganze Zeit so? Er ist wahrscheinlich auch voll begeistert. Was jetzt hier ist, können wir mit die Dryade sprechen? Könnte man machen, will ich aber nicht. Ich dachte, wir haben doch hier noch irgendjemand, mit dem wir sabbeln müssen, dachte ich. Ich weiß nicht mehr, wer hier alles so wohnt. Galdas. Dann ist da noch die Tussi da oben, die da wohnt. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Na gut, dann erstmal nicht hier. Mit ihm. Eigentlich wollte ich mit ihm über seinen Bruder reden. Aber gut. Können wir das? Asien, okay. Dann nicht. Dann gehe ich erstmal nochmal zurück. Weil ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wer wohnt. In der Wüste waren wir ja gerade erst. Dann waren wir jetzt im Wald. Aber zum Schiff gehen ist ja wohl auch total doof. Ich muss jetzt mal überlegen. Aber die Arachne, die wohnte doch im Wald. Die wohnte doch nicht beim Schiff. Aber hier haben wir doch... Nee, hier haben wir aber auch welche, zu denen wir müssen. In der normalen Gegend, wo wir herkommen. Da ist er... Da sind die beiden. Ich muss mal gucken, wer hier nochmal wohnt. Wohnt die hier, die Arachne? Wohnt die hier? Und seine Brüder haben wir auch gefunden. Die waren doch alle hier. Oh, jetzt bin ich confused. Da ist hier der eine. Da sind die Gnome. Ist das nicht... Ja, Arachne. Dann kriegt die hier erstmal ihr Stück Stoff. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe den Stück Stoff beschafft, das du wolltest. Es wurde vom besten Weber gefertigt, der in der Stadt der Illusionen zu finden war. Welch einzigartige Qualität. Kein Stoff ist so fein wie dieser. Bitte nimm als Zeichen meiner Dankbarkeit diese von mir handgenähten Sachen. Solch widerstandsfähige Kleidung wirst du selbst jenseits der Spiegel nicht finden können. Vielen Dank und bis bald. Verbessert das Wasserset. Yo. Haben wir jetzt nicht alles vom Wasserset eigentlich mittlerweile da? Ich guck mal nach. Ich fange mal an. Wasser verbessert. Wasser verbessert. Wasser verbessert. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Jawoll. Das ganze Set. Da haben wir jetzt den Superschaden. 5 von 5 erhöht den körperlichen Schaden. Dann behalte ich das doch glatt mal an. Haben wir nochmal zum Schluss ein anderes Set fertiggestellt. Das freut mich natürlich. Damit ist das erledigt. Und dann noch der Gobedick und Lumpus-Rätsel, genau. Ich habe nur Angst, zum Oberon zu gehen. Deswegen würde ich lieber erst zum Lumpo. Der Startgnom. Wo ist der denn? Hat der seine Brüder auch hier gehabt? Also war der erste hier. Was ist denn mit meiner Grafik los hier? Dass da immer so ein Schlierscheiß ist über meinem Ding. Seid ihr hier? Ihr seid alle hier. Das ist schön, aber euch will ich doch gar nicht. Arachne. Er hier. Ja, wir müssen mal kurz mit dem Schlierstrich leben. Lebt da noch einer? Nee, das sind einfach nur so Häuser. Da ist die olle Möwe. Da hinten ist der Seemannstyp. Am Strand ist auch nichts mehr. Der höchste Punkt. Ach, hier die Kleinen. Guck mal. Gibt's ja auch noch. Hallo, das ist ja Alexis. Brauchst du vielleicht unsere Hilfe? Hier, Information. Tschüss.
Brauche ich doch nicht. Hier. Ist das nicht der erste Start? Nee, das ist Senfsamen. Manu. Jetzt lass mich mal den höchsten Punkt finden. Ist das der höchste Punkt hier? Ich habe immer gehofft, dass das der höchste Punkt ist. Der doofe Turm. Wo ist der höchste Punkt? In welcher Welt? Der ist doch schon ziemlich hoch. Oh, das nervt mich ein bisschen. Lumpus Rätsel. Finde die höchste Stelle dieser Welt. Ja, ist das denn dann aber ein Gebäude oder ist es einfach nur der Himmel? Ich glaube nämlich schon, dass man irgendwo hinfliegen muss, um den zu finden. Da ist der Oberon. Unser wahrscheinlich Bossgegner, nehme ich mal an, weil ich glaube, der ist nicht so nett wie alle. Nein! Alexis, warte auf mich. Was ist los? Ich will einfach nur mit dir kommen und Oberon sehen. Offene Rechnung. Ich vermute mal, du willst deine alte Rechnung mit deinem Vater begleichen. Ja, meine Liebe, du weißt, was für eine schwierige Beziehung ich zu meinem Vater habe. Aber was wir hier rausgefunden haben, macht mich sogar noch wütender. Und er soll das wissen. Ja, verstehe ich. Na gut, dann begleite mich. Du kannst auf mich zählen. Vielen Dank. Ein weiteres Mal hast du bewiesen, dass ich mich auf dich verlassen kann. Lass uns losfliegen und den König aufsuchen. Alexis, warte, ich komme mit dir. Warum willst du mit mir kommen? Es mag zwar nicht meine Welt sein und ich kenne mich da vielleicht nicht so gut aus, aber der König bereitet mir Sorge. Ich würde gerne an deiner Seite sein, wenn du ihm begleitest. Wenn du ihm begegnest. Ein bisschen durcheinander. Nicht die richtige Zeit. Ja, es ist nett von dir. Gut, dann sind die Kerle beide an meiner Seite. Oh nein! Jetzt geht's doch schon zu Baron, aber ich will's doch noch machen. Na, ich spüre, wie Avalon langsam wieder von Magie durchdrungen wird. Bin sehr stolz auf euch, Alexis. Es ist euch gelungen, den heiligen Skarabäus zu finden und ihm zu helfen. Ich danke euch im Namen des Volkes von Faerie. Ja, alles nur wegen euch. Ja. Nun sollte euch nicht mehr Sorge bereiten, Majestät. Die Stadt der Illusion ist wieder zur Normalität zurückgekehrt. Glückwunsch, ich wusste, dass ihr die richtige Person für diese Mission wart. Es war kein sinnloses Unterfangen, euch aus dem Tiefschlaf zu erwecken. Ich entschuldige ihn mal. Oder andere Potter? Anschuldigung. Dennoch muss ich zugeben, dass ich einige Dinge zu sagen hätte. Ich höre. Ifrit. Ich musste auf dem Skarabäus einen Ifrit bekämpfen. Er war der Peiniger und wollte sich eurem Einfluss entziehen. Denn ihr seid der König, auch wenn ihr euch nicht um eurer Untertanen dort euch... Auch wenn ihr euch nicht um eure Untertanen dort kümmert und für ihre Sitten und Bräuche nur Verachtung übrig habt. Ich bin der König der Märchenwesen, Alexis. Ich stelle mich euren Fragen und sogar euren Anschuldigungen rein aus Dankbarkeit, weil ihr dem Königreich einen ehrenvollen Dienst erwiesen habt. Den gleichen Respekt würde ich euch jedem anderen Volk entgegenbringen, aber anstatt Großes zu leisten, haben sie ihre Welt ernsthaft in Gefahr gebracht. Es gibt da noch etwas. Bert. Bert hat mir alles erzählt. Ich weiß jetzt, dass ihr ihm entsandt habt, um um unsere Gruppe auszuspionieren und mich im Auge zu behalten. Um sicherzugehen, dass ich meine Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederhole, hättet ihr auf mich gehört, hätten uns meine sogenannten Fehler helfen können, eine derart bedrohliche Situation zu vermeiden. Ihr habt mich für Jahrhunderte weggesperrt, manipuliert und belogen. Es ist wahr, ich habe Bert befohlen, mit euch zu gehen und euch im Auge zu behalten. Ja, und es ist wahr, dass ich euch eingesperrt habe. Aber vergesst nicht, dass auch ich es war, der euch aus eurem Tiefschlaf erweckt hat. Mir wurde bewusst, welch großen Fehler ich begangen hatte, weil ich euch auf Distanz halten wollte. Und ihr habt bewiesen, wie ihr mit eurem Heldenmut dem Königreich Faerie helfen könnt. Ich widerspreche euch nicht, aber meine Taten haben das Königreich Faerie von den zerstörungswütigen Menschen beschützt. Es tut mir aufrichtig leid, was ich euch angetan habe. Aber heute braucht das Königreich euch zum Wohle der Märchenwelten und all ihre Bewohner bitte ich euch inständig, euer Leid zu vergessen. Ihr seid schuld? Ihr seid ein hochnäsiger Egomane und hättet euer Volk beinahe in den Ruin getrieben. Du hast recht, Alexis. Wenn wir zulassen, dass der König weiter in einer Macht bleibt, ist das Königreich Faerie dem Untergang geweiht. Sein Hass auf die Menschen wird den Tod über uns alle bringen.
Aziel, törichter Narr, wann wirst du endlich vernünftig? Was weißt du schon über die Kunst des Herrschens? Man sieht doch nur allzu gut, dass deine Taten nichts als Zerstörung über die Welt gebracht haben. Und du glaubst, du könntest es besser? Es geht dir doch nur um die Krone. Ist es Gier nach Macht, die dir die Sinne vernebelt und deinen Mund zum Schäumen bringt? Ganz und gar nicht, aber ich weiß, dass man dir nicht trauen kann. Alexis, ich flehe dich an, kehre diesem Tyrannen den Rücken. Zusammen werden wir meine Mutter finden und sie wird uns helfen. Wenn du diesen Größenwahnsinnigen weiterhin die Treue schwörst, kann ich nicht länger bei dir bleiben. Selim? Was denkst du, Selim? Du weißt, dass ich nicht besonders viel vom König halte. Er interessiert sich nur für diejenigen, die ihm etwas zu geben haben. Ich glaube kaum, dass wir ihm trauen können. Mit Oberon brechen oder Oberon treu ergeben, ich breche mal. Wahrscheinlich hast du recht. Wenn uns deine Mutter wirklich helfen kann, sollten wir nach ihr suchen. Ich habe mein Vertrauen in den König verloren. Das werdet ihr bereuen. Ich bin der König der Märchenwelten und werde es auch bleiben. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um meine Untertanen von der Torheit der Menschen zu beschützen. Er will einfach nicht damit aufhören, die Menschen für das verantwortlich zu machen, was er verschuldet hat. Er ist genauso blind, wie er dumm ist. Komm mit, er kann uns nichts anhaben. Dumme Narren! Nichts und niemand wird seine Hand gegen mich erheben. Nun gut, dann haben wir einen neuen Krieg. Ja, wir speichern mal. Beim Gefängnis. So, jetzt geht's los hier. Ich hab's gewusst. Aber eigentlich hätte ich mich auch natürlich für ihn entscheiden können, aber was soll's? Dem Heldenmut und der Klugheit von Alexis und den Gefährten ist es zu verdanken, dass die Spiegel von Yggdrasil, dem fliegenden Holländer und der Stadt der Illusionen wieder glänzen. Ist das Spiel jetzt vorbei? Gibt's noch einen Kampf? Ihre Magie stärkt Avalon und nun scheint auch die Lage für andere Spiegel nicht mehr aussichtslos zu sein. Dahinter warten andere Welten und Märchenwiesen auf Hilfe. Avalon wird diese neue Bündnispartner brauchen, denn eine unerbittliche Schlacht steht dem Königreich bevor. Fortsetzung folgt. Wie jetzt? Ah, ich hab's gewusst, dass das Spiel jetzt einfach zu Ende ist. Ich werde jetzt aber nochmal den alten Spielstand laden und dann nochmal bei den Credits zugucken und erzählen, wie ich das Spiel fand. Weil ich einfach die höchste Stelle nicht gefunden habe und weil ich Gobedick noch seinen Brüder und so, nee. Also machen wir das jetzt noch eben. Bis gleich. So, da bin ich wieder und natürlich wohnt der Gobedick hier in der normalen Avalon-Welt. Und jetzt werden wir ihm mal sagen, dass seine Brüder in der Nähe sind, also dass sie in den anderen Welten sind. Unser hübsches neues Gesicht, wie kann ich dir helfen? So, ich habe ein paar Fragen. Gute Nachricht, ich habe einen deiner Cousins Gobamutsch gefunden. Er lebt am Fuße von Yggdrasil. Das Schicksal war doch gnädig. Es geht es ihm gut? Hat er irgendwelche Neuigkeiten? Natürlich lässt er dich herzlich grüßen. Darüber hinaus hat er mir von einem anderen Cousin erzählt, der schon viel länger weg ist. Der erste Cousin hatte sich wohl auf den Weg gemacht, um den zweiten Cousin zu suchen. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich wieder an den zweiten Cousin. Als wäre es gestern gewesen. Ach, was sind wir doch für eine große, abenteuerlustige Familie. Egal, wohin du gehst, du wirst immer auf einen von uns stoßen. Außer meiner Wenigkeit natürlich. Mich findet man nirgends. Sag mal, falls du dem zweiten Cousin zufällig über den Weg läufst, kannst du ihm dann mal meine allerbesten Grüße bestenden und fragen, was es Neues gibt? Ja. Es gibt für mich noch viele Inventionen. Warum werde ich diesen Wunsch erfüllen? Leb wohl. Hey, hat sie nicht gerade den anderen noch... Gobidum, genau, Gobibum. Ich bin auf einen weiteren deiner Cousins gestoßen. So ein Zufall. Er arbeitet auf dem fliegenden Holländer und ich muss sagen, dass er mir sehr geholfen hat. Wirklich, das sind ja fantastische Neuigkeiten. Was hat denn das Spannendes zu erzählen? Er schickt dir seine allerbesten Grüße und ich soll dir ausrichten, dass er hofft... Entschuldigung, eines Tages einen weiteren deiner Cousins zu finden. Er sagt, dieser Cousin würde in der Stadt der Illusionen sie leben. Wow, was für eine verrückte Familie. Falls du ihn eines Tages über den Weg laufen solltest, dann... Ja. Den habe ich auch getroffen. Er lebt in der Stadt der Illusionen und vermisst dich sehr. Er hofft, dich sehr bald besuchen zu können, jetzt, da die Spiegel wieder besser funktionieren. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass wir uns tatsächlich eines Tages wiedersehen könnten. Dich hat wirklich der Himmel geschickt. Hier, nimm diese Krone als Zeichen meines Dankes. Ein kleiner Vogel hat mir erzählt, dass sie mit einem Sturmwarnsystem ausgestattet ist. Bevor das Unwetter aufzieht, fängt die Krone angeblich an zu knarzen. Vielen Dank, ich bin mir sicher, sie wird mir von großem Nutzen sein. Elektrisches Set. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Anscheinend haben wir aber noch nicht allen geholfen.
weil ich krieg gerade keine Errungenschaft. Das heißt, uns fehlt definitiv das noch mit Lumpo der höchsten Stelle. Und obwohl ich das gegoogelt habe, finde ich es einfach nicht. Vermute aber fast, dass es einfach nur wieder auch in derselben Welt ist. Jetzt weiß ich halt nicht, ob man es halt wortwörtlich nehmen soll. Höchste Stelle dieser Welt, das heißt dann die Schiffswelt. Oder halt dieser Welt der Allgemeinen, um es halt besonders schwer zu machen. Weil, das wäre dann vielleicht auf dem Schiff. Ich fasse es nicht wirklich auf dem Schiff. Das ist nämlich dann... Okay, hätte ich mal gleich gemacht, hätten wir es schon längst erledigt. Das sieht aus. Begib dich zurück zu Lumpo. Stiefel aus Wasserset, aber wir haben ja schon das Verbesserte an. Wir brauchen das also gar nicht mehr. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu ihm. Irgendwo da unten steckt er doch. Ja, der taucht immer erst auf, wenn man da überhaupt hinfliegt. Der Lumpo. Erlaube mir bitte, dir aus tiefstem Herzen für deine edle Tat zu danken. Das war wirklich außergewöhnlich. Unglaublich. Überwältigend. Glückwunsch. Es war meine große Freude, glaubt mir. Ich habe zufällig einige Flaschen gefunden, die früher meinem Großonkel Theodor gehört haben. Das müssen seltsame Tränke sein. Zum Dank werde ich dir erlauben, sie für einige Minuten zu nutzen. Hier, nimm sie. Du kannst sie mir wiedergeben, wenn du die Eierschale zurückbringst. Vielen Dank. Und wegen der Eierschale, sie ist in deinem Besitz. Willst du sie jetzt zurückgeben? Ich habe sie benutzt, um einen Trank für den Schiffknacker zu brauen. Aber gut gemacht. Bravo. Mein Großonkel Theodor wäre, davon bin ich überzeugt, sicher, mehr als zufrieden damit gewesen, dass seine Eierschale für solch ein hehres Ziel geopfert wurde. Ich werde niemals vergessen, was du vollbracht hast. Vielen Dank. Oh, was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Keine Ahnung. Irgendwas, was wir eh nicht brauchen. Ich habe immer noch nicht allen geholfen. Ich wette, da fehlt mir noch irgendjemand in der Stadt der Illusion. Wetten. Das kann doch nicht sein, ey, dass sie immer noch... Ich habe so vielen Leuten jetzt in diesem Spiel geholfen. Ich würde die Errungenschaft haben. Oder habe ich sie vielleicht schon bekommen? Ich weiß es gar nicht. Wenn ja, dann mache ich das offline. Deswegen gibt es mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich bei Oberon wieder. Denn eigentlich habe ich jetzt allen hier geholfen. Hä, wieso? Wir sind doch zurück zu ihm. Ach, hat er das jetzt gar nicht registriert mit der höchsten Stelle? Nee, wir haben das mit der Eierschale geklärt, ne? Hä? Hey, Lumpo. Höchste Stelle und so? Stimmt. Dann machen wir das mal. Zweiter Hinweis. Es ist erstaunlich, vielleicht doch ein Rätsel, deine Rätsel. Hier ist der zweite Hinweis. Für den dritten Hinweis musst du nicht klettern, aber du musst eine einfache Anweisung entschlüsseln, um auf den richtigen Weg zu kommen. Geh und finde das Schimmern im Auge des Toten. Okay, toll. Also haben wir immer noch was zu tun. Unglaublich, aber wahr. Schimmern im Auge des Toten. Also es wird wahrscheinlich irgendein Totenschädel sein. Der Totenschädel, der hier erkunden. Ja. Wunderbar. Auge des Toten gefunden. Zack. So einfach geht's. Ja, jetzt bin ich ein Pirat. Endlich habe ich die Errungenschaft bekommen. Kleidung aus verbessertes elektrisches Set. Okay, verbessertes elektrisches Set ist natürlich auch nice. Wenn wir schon dabei sind, ziehen wir sie doch gleich nochmal um. Damit man das auch nochmal gesehen hat. Was mache ich hier? Das möchte ich. Haben wir davon alles überhaupt? Elektrisches Set? Ich weiß es gar nicht. Verbessertes elektrisches. Verbessert. Haben wir gar nicht, ne? Nee, davon haben wir leider nicht alles, obwohl es ziemlich cool aussieht. Aber das nicht. Haben wir Erde verbessert? Könnte man das anziehen? Erde verbessert. Erde verbessert. Na, kriege ich das noch hin? Och, nö. Ach, schade. Hätte man aber machen können. Erde verbessert. Da fehlt nur noch eine Sache. So sieht Erde aus. Elektrisch finde ich auch halt ziemlich cool aussehend eigentlich. So, jetzt müssen wir aber schnell fix zurück zu Lumpo, sonst wird der Party viel zu lang. So.
Ich gratuliere dir zu deinem Triumph, oh du Königin der Rätsel. Ich würde dir gerne eine Belohnung überreichen, aber ich fürchte, ich habe schon alles, was in Frage kommen könnte, als Trophäen für meine Rätsel hergegeben. Lass mich jetzt bitte eine Weile allein. Wenn ich mich genügend an dieser bezaubernden Landschaft gelabt habe, werde ich mir neue unglaubliche Rätsel für dich ausdenken. Aha. Ja, dann ciao. Wie gesagt, wir sind dann gleich bei Oberon. Damit haben wir das hier geschafft. Bis gleich. So, da sind wir wieder und der Asiel quatscht uns wieder von der Seite an. Alexis, warte auf mich. Ich will einfach nur mit dir kommen und Oberon sehen. Ich vermute mal, du willst deine alte Rechnung mit deinem Vater begleichen? Ja, meine Liebe, du weißt, was für eine schwierige Beziehung ich zu meinem Vater habe. Verstehe. Na gut, dann begleite mich, kannst du auf mich zählen. Vielen Dank, weiteres Mal. Nö, nö. Einmal bin ich übrigens hingeflogen, da... Oh, Alexis, darf ich dir etwas sagen? Okay. Natürlich, alles, was du willst. Das ist nicht sehr einfach für mich, aber ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich dich so tapfer und so entschlossen finde und ich noch nie jemanden wie dich kennengelernt habe. Ja, ich auch nicht. Komplimente. Danke. Ich habe das letzte Mal, als ich das gemacht habe, da habe ich Komplimente gedrückt und dann sagt sie halt, dass sie Komplimente hasst und das nicht hören will. Obwohl hier gar nicht so was Negatives steht. Hier steht ja nur Komplimente. Das kann ja alles heißen. Und dann sagt sie einfach so, ja, hör auf, mir Komplimente zu machen. Ich hasse das. Und dann sagt er halt nichts mehr und ist beleidigt oder traurig. Ja, ich wusste auch nicht bisher, dass ich jemand so Cooles kennengelernt habe wie mich selber. Ist auch eine total nette Antwort. Deswegen sage ich natürlich danke. Danke, das ist sehr nett von dir und so. Was ich sagen will, ist, dass ich dich sehr, sehr mag. Oh, oh. Wir können nicht zwei Männer haben, Leute. Das geht nicht. Aber ich wusste einfach, dass Asiel auch auf uns steht. Deswegen, ja, es tut mir leid für ihn. Aber er sieht ja auch etwas mürrisch aus. Und es tut mir auch leid, dass er jetzt ein bisschen Pech hat. Du bist ein sehr guter Freund für mich. Ich bin so froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Das ist nicht ganz das, was ich für dich empfinde. Ich muss zugeben, dass meine Gefühle über meine einfache Freundschaft hinausgehen. Ich würde sagen, er kloppt sich jetzt einfach mal mit Selim. Oder Salim? Selim? Ich weiß jetzt nicht, wie der Freund nochmal heißt. Ist ja auch egal. Lieber Asiel, ich mag dich zwar sehr, aber ich habe dich immer nur als einen sehr guten Freund gesehen. In Ordnung, ich habe verstanden. Wollen wir weiter? Ja, lass uns gehen. Warte, ich komme mit dir. Ja, weil ich dein Freund bin und auf dich stehe. Okay, komm mit. Ja, ja. Tschüss. So. So, und wenn wir schon nochmal die Chance haben, dann werde ich natürlich diesmal... einfach mich für Oberon entscheiden, damit wir einfach nochmal das andere Ende sehen. Ich würde mich jederzeit halt auch für das Ende, was wir vorher hatten, entscheiden. Ja. Andere Portale. Die Sache ist noch nicht ausgestanden. Viele Portale sind noch kaputt oder einer ernsthaften Bedrohung ausgesetzt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Alexis, warte, ich kann nicht länger schweigen. Siehst du denn nicht, wie der König uns getäuscht und manipuliert hat? Mein Vater ist scheiße. Also, wie kannst du es wagen? Ja, hört, nicht hört. Hört, hört. Man muss erst auf den Putz hauen, damit ich dir wieder einfalle, dass du mein Vater bist, ne? Alexis, der König ist ein selbstherrlicher Kontrollfreak. Wenn wir das Königreich Fairy wirklich retten wollen, müssen wir ihn bekämpfen. Ah, da hast du recht, da liegst du falsch. Ich kann deinen Zorn verstehen, Asiel, aber ich bin mir nicht sicher, dass der König Gründe für sein Handeln hat und jetzt alles in seiner Macht Stehende tun wird, um sein Königreich zu retten. Ich wusste, dass ihr mich verstehen würdet, Alexis. Oft habt ihr eure Loyalität und Intelligenz unter Beweis gestellt. Und ich verspreche euch, dass ich in der Tat alles in meiner Macht Stehende tun werde, um meine Untertanen von der Zerstörungswut der Menschen zu retten. Dödödödö. Macht die Augen auf, Alexis. Siehst du denn nicht das wahre Gesicht des Königs mit seinem aufgeblähten Ego? Wenn du ihm wirklich weiterhin die Treue schwören willst, muss ich den Rücken kehren. Ja, dann dreh mir den Rücken. Ich bin Oberon treuer Geber. Oder Selim erstmal. Ey, Selim, was sagst du überhaupt dazu? Ja, ich mach das, was du gut findest, weil ich dich liebe. Oberen Treuer geben. Tut mir leid, Asiel, aber ich kann mich der Autorität des Königs nicht widersetzen. Wir brauchen ihn, wenn wir die Magie der verlorenen Welten von Fairy wiederherstellen wollen. Mhm. Nun gut, du hast deine Wahl getroffen. Lebe wohl, meine Liebe. Ich werde nun gehen und nach meiner Mutter suchen. Gemeinsam werden wir den Tyrann, der beinahe unsere Welt vernichtet hätte, Einhalt gebieten. Nur, dass du es weißt. Tschüss. Wenn dies dein Wille ist, von nun an sind wir Feinde. Lebe wohl, Asiel. So, jetzt wird gespeichert hier. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Ende von Fairy ist, wenn wir hier halt richtig Scheiße gebaut haben. Dein Heldenmut und der Klugheit von Alexis und der Gefährten ist es zu verdanken, dass die Spiegel von Jill Drysail, dem fliegen Hollander und der Stadtillusion wieder glänzen. Das hätte ich nicht wegmachen sollen, aber ich glaube, es wäre genau dasselbe passiert, dasselbe gekommen. Ich wollte es einfach nur schneller machen. Aber es ist witzig, dass dasselbe eigentlich dabei rauskommt. Weil
Ja. Ist jetzt dasselbe? Wäre es wirklich jetzt? Oh, ich ärgere mich jetzt, ne? Vielleicht wäre im nächsten Textfenster. Doch, das kann nicht wahr sein, ey. Oh, jetzt muss ich das noch. Ja, ich mach den Text nochmal. So, ich klick's nicht jetzt nochmal weg. Das war ein bisschen doof. Heldenmut, Klugheit von Alexis. Das bin ich. Ist die Stadt und das alles halt voll gerettet und so. Obwohl wir Oberon einfach mal weiter regieren lassen. Ist ja egal. Ihre Magie stärkt Avalon und scheint auch die Lage für andere Spiegel nicht mehr aussichtslos zu sein. Dahinter warten andere Welten und Märchenwesen auf Hilfe. Avalon wird diese neuen Bündnispartner brauchen, denn eine unerbittliche Schlacht steht dem Königreich bevor. Oberon! Yeah! Okay. Gut, also... Ja, Oberon hat hier in dem Falle dann doch die Macht. Und es ist nicht ganz gleich. In dem anderen Falle suchen wir die Mutter. Und Fortsetzung folgt heißt für mich eigentlich, da kommt noch was. Fairy ist vorbei, Leute. Legends of Avalon. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Und wie gesagt, tut mir nochmal leid, dass der letzte Part jetzt doch erst etwas später kam. Das Finale war ja in Sicht, da wir jetzt alles erledigt hatten. Mir hat es Spaß gemacht. Allerdings habe ich auch ein paar Makel festgestellt. Aber ich sag mal erstmal schlecht und dann das Gute, ne? Was ich nicht so gut fand, war auf jeden Fall das mit dem Kampfsystem. Ich weiß nicht, ob ich dafür zu doof einfach nur war oder ob man wirklich nur ganz am Anfang entscheiden musste, was man nimmt und das dann nicht mehr pimpen konnte. Also die Fertigkeiten, das fand ich total doof, dass ich jetzt nur auf Tornado beschränkt war und dann vor allem Level up, Level up, Level up. Und wenn ich dann Tornado auf voll Maximum habe, kann ich da eh nichts mehr machen. Ich hätte natürlich gerne noch andere Sachen gelernt und ich fand das vom Aussehen halt auch einfach ein bisschen strange. Also das mit den Hörnern und dem Schwanz und allem, was man da so noch anbauen konnte an den Charakter, nur um, damit sie damit schießt und kämpft, das fand ich ein bisschen verwirrend. Das hätte man vielleicht ein bisschen einfacher oder anders gestalten können, vor allem etwas individueller, dass man halt die Haare und sowas alles nicht schön machen kann. Das kennt man ja aus vielen Rollenspielen, aber wie gesagt, einfach... Ja, so die Flügel und all das, was dazu gehörte, das war für mich etwas merkwürdig. Und dass die Fertigkeiten wie halt Tornado und dann stand da irgendwas mit Feuerball oder ich weiß es nicht. Man konnte ja so vieles anderes. Das elektrische Set war ja auch dafür da, dass man Elektrizität eigentlich dann kämpfen müsste können. Da stand dann ja auch unter den Fertigkeitspunkten, wenn man da ein bisschen weiter reinging, ja, du musst das und das gelernt haben und das jetzt halt hier zu pimpen. Ja, aber wo kann ich das upgraden? Also es war natürlich ein bisschen kompliziert. Vielleicht war auch ich einfach nur zu blöd und habe das nicht hinbekommen. Ja, dann ist das jetzt so gewesen. Das Spiel war trotzdem in dem Sinne nicht schwer. Die Gegner hätten deswegen für mich schon noch etwas schwerer sein können. Es war eigentlich ziemlich einfach, finde ich. Also es gab keine richtig schweren Gegner. Wir sind nie ernsthaft im ganzen Spiel in Gefahr gewesen. Wir hatten genug Tränke und wenn nicht das, dann waren unsere Angriffe stärker als die von den Gegnern. Und die haben halt mal eine starke Attacke gemacht oder halt ein, zwei Bosse konnten dann Gegner nachproduzieren. Aber wenn der Hauptgegner dann weg war, war ja sowieso alles schon quasi erledigt. Also auch vom Schwierigkeitsgrad her hätte es noch ein bisschen stärker sein können. Und was mir halt auch fehlte, waren halt diese Sequenzen einfach, die, wenn man dann in der Welt was erledigt hatte, dass dann wenigstens so eine Special-Videosequenz kommt, wo man sieht, geil, das Schiff legt jetzt ab, wir haben es geschafft. Oder halt in der Stadt der Illusion, der Skarabäus hat jetzt irgendwie keinen Durst mehr, bla, und fliegt jetzt schön weiter. So. Irgendwas Cooles, damit man so dieses befriedigende Gefühl hat, ja, ich hab den Hauptquest dieser Welt geschafft. Das war überhaupt nicht da und fehlte mir, genauso wie jetzt am Ende. Aber das Spiel ist halt an sich auch deswegen etwas einfacher gehalten und auch schnell vorbei gewesen. Es sei denn, also noch schneller wäre es vorbei gewesen, wenn man die ganzen Nebenquests gar nicht erst macht, sondern wirklich nur eine Hauptquest folgt. Ich weiß nicht, kann man das ja in gefühlten 10 Parts durchkriegen, das Spiel. Deswegen, wenn man schon ein bisschen aus dem Spiel schöpfen will, dann nimmt man, glaube ich, alles mit. Was ich sehr positiv fand, waren definitiv so die Zeichnungen, die Liebe zum Spiel, die Reichhaltigkeit. Ja. Die Details in dem Spiel.
Und dass man einfach aus der Sicht der Fee fliegen konnte, das habe ich auch so noch nie erlebt. Hatte ich ja direkt am Anfang schon gesagt, das fand ich total süß, dass man halt alles so groß jetzt sieht, die Möwe, das Nest, die Berge und alles. Und alles mit diesem putzigen kleinen Lebewesen. Ich liebe ja sowieso Fantasiewesen. Und hier hatte man einfach das ganze Spektrum mal da. Es gab auch Meerjungfrauen, was ich total schön finde. Wann gibt es schon mal Meerjungfrauen in irgendeinem Spiel? Und einfach, ja, auch die Gestaltung der Welten. Die Musik war angenehm zu hören, ist mir nie irgendwie auf den Keks gegangen. Und auch der Ladebildschirm, den fand ich sehr schön. Weil es halt irgendwie so beruhigend wirkte mit der Musik und diesen Zeichnungen, Illustrationen, die dazu gehörten. So dieses ganze, ja, liebevoll gestaltete Fantasiespektrum wurde so ein bisschen hier ausgenutzt. Und das fand ich sehr, sehr süß. Die Story an sich finde ich auch okay, sodass der Hauptboss uns erstmal losschickt und der dann am Ende unser Feind ist. Ist zwar keine neue Idee, aber es passte halt gut. Und dass man, ja, es gibt auch Leute, die dann denken, Open World ist mir lieber und so. Aber in dem Fall war es halt, dass man halt wusste, hier sind diese Spiegel. Wahrscheinlich, wenn ich das geschafft habe, habe ich alles geschafft. Dann habe ich diese Spiegelwelten alle gerettet oder so. Und man wusste halt auch nie, was einen erwartet. Also man hat halt immer, man kam so rein in die Welt und dachte sich, oh, das ist ja schön gemacht. Und es passte halt alles so. Bei diesem Yggdrasil-Baum war halt alles so ein bisschen auf Zauberwald. Und auch dementsprechend sahen die Wesen aus. Und der ganze Flair mit diesen Ameisen und diesem Hornissennest und so, das fand ich sehr cool, wenn man in diese Höhlen reingeflogen ist. Dass man auch, ja, ein bisschen überrascht wurde und so. Aber es ist halt ein sehr verspielt, niedlich, nettes Spiel. Auch vielleicht für jüngere Spieler. Und was Nettes zwischendurch, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich einfach mal an der Stelle und bedanke mich sehr für euer Zuschauen, die hier dabei waren. Als nächstes spiele ich wahrscheinlich einen Final Fantasy Teil. Lasst euch aber einfach mal überraschen, was ich spiele. Aber es könnte sein, dass einer wieder kommt. Ja, danke fürs Zuschauen und hinterlasst mir einfach mal einen Daumen hoch oder Kommentar. Würde mich sehr freuen, wie ihr das Spiel fandet. Vielleicht auch so ein bisschen Pro und Contra. Seht ihr das auch so wie ich? Oder war das irgendwie gar nichts? Ja, würde mich einfach mal interessieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Spiel. Tschüssi!